Hallo YouTube und einen wunderschönen guten Morgen von den traumhaften Philippinen. Wir starten in den dritten Tauchtag. Ja, und bis jetzt waren wir ja im Hotel die einzigen Gäste. Ja, und das hat sich heute geändert, denn Marie aus den USA ist zu uns gestoßen. Jetzt sind wir zu dritt, immer noch eine überschaubare und luxuriöse Gruppengröße, und wir freuen uns auf interessante und ereignisreiche Tauchgänge. Es geht natürlich wieder mit dem Bunker Richtung Straße von Tanon und zum ersten Tauchspot des Tages: Fish Feeding. Ich weiß auch nicht, wer auf diese einfallsreichen Namen kommt. Also Fish Feeding, also Fische füttern, ist jetzt nicht so der spektakuläre Name für einen Tauchspot. Und Fische füttern sollte man ja sowieso nicht. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was uns dieser Tauchspot zu bieten hat. Wie ihr es gewohnt seid, klinke ich mich ein, sobald es etwas Interessantes zu berichten gibt. Bis dahin, genießt das Video. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Seepferdchen ist eines der kleinsten Seepferdchen der Welt und misst ausgewachsen gerade mal 2 cm.
So, meine Lieben, ein weiterer wunderschöner und entspannter Tauchgang nähert sich dem Ende entgegen. Die Wassertemperatur hier liegt übrigens bei kuscheligen 29 Grad und das selbst in 30 Meter Tiefe. Dazu bis jetzt keinerlei Strömung, also alles optimal für entspannte Tauchgänge. So, jetzt erstmal eine kleine Oberflächenpause mit Kaffee, Obst und ein paar Keksen, ein bisschen in der Sonne chillen und dann geht es ab zum nächsten Tauchspot. Dieser trägt den klangvollen Namen Dolphinhaus. Ja, und ob wir da wirklich Delfine gesehen haben und was wir dort sonst noch alles erlebt haben, seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.